Die Europäische Union muss sich in der globalisierenden Welt von heute zahlreichen Herausforderungen stellen, zu denen unter anderem die Sicherheit, Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und der Klimawandel zählen. Die EVP-ED-Fraktion mit ihren 288 Mitgliedern hat sich zum Ziel gesetzt, das Europa unserer Zukunft zu gestalten und den Erwartungen seiner 500 Millionen Einwohner gerecht zu werden. Im Vorfeld der Europawahlen hat die EVP-ED-Fraktion 10 Prioritäten für eine bessere Zukunft festgelegt, die sich in 4 Abschnitte gliedern lassen. Ein Europa der Werte, ein Europa des Wachstums, ein Europa der Sicherheit und ein Europa der Solidarität. Nach der Annahme des Vertrags von Lissabon beginnt für die Union eine neue Ära. Unsere Fraktion möchte nun mehr denn je die Bedeutung unserer Werte und Grundsätze in den Vordergrund stellen. Diese waren nicht nur für die Gründung der Europäischen Union unerlässlich, sondern sind es umso mehr auch jetzt, da es um die Konsolidierung und die künftigen Erfolge der Union geht. Unsere Fraktion hat sich dazu verpflichtet, die Werte des Säkularismus mit den christlichen Wurzeln und den Werten zu verbinden, auf denen sich die meisten europäischen Nationen und die Union selbst gründen. Europa bietet eine hervorragende Chance, die Beziehungen zu anderen Völkern zu verbessern, weil die Schaffung des Binnenmarkts genau darauf abzielte, die Länder Europas einander näher zu bringen. Keine Kriege mehr, sondern Gemeinsamkeit. Gegenwärtig muss die EU ihre Grundwerte überarbeiten, beleben und modernisieren. Und genau darauf arbeitet die EVP-ED-Fraktion hin. Um für die Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts besser gewappnet zu sein und unsere Werte besser fördern zu können, hat es sich die EVP-ED-Fraktion zum Ziel gesetzt, die Union auf der Weltbühne zu einem globalen Akteur zu machen. Ich halte es für äußerst positiv, wenn Europa eine einheitliche gemeinsame Außenpolitik verfolgt. Jeder kann sich noch an Henry Kissingers Ausspruch erinnern, als er sagte, wenn ich Europa anrufen will, welche Nummer wähle ich dann? Es gibt niemanden, den ich anrufen kann und der in einer Krisensituation zuständig ist. Mithilfe einer klaren und aktiven gemeinsamen Außenpolitik kann die EU ihren Beitrag zu einer stabileren und sichereren Welt leisten. Meiner Meinung nach entwickelt sich die EU mehr oder weniger zu einer Supermacht. Amerika ist bereits mehr oder weniger eine und es muss ein Gleichgewicht zwischen beiden hergestellt werden. Wir sollten unbedingt in Kontakt mit den USA bleiben. Die Europäische Union braucht feste, starke transatlantische Beziehungen, die auf gegenseitiger Achtung und gegenseitigem Verständnis basieren, um die gemeinsamen Werte zu verteidigen und der Stimme der Europäischen Union in einer zunehmend globalisierten Welt Gehör zu verschaffen. Nach dem Fall der Berliner Mauer rückte die Realität näher an das heran, wovon die Gründungsväter Europas geträumt hatten. Die EVP-ED-Fraktion hat bei der Unterstützung der Öffnung der Union gegenüber den 12 neuen Mitgliedstaaten eine führende Rolle gespielt. Die Erweiterungspolitik hat nicht nur zur politischen Annäherung von Ost und West geführt, sondern bietet auch Aussichten auf eine bessere Zukunft für die Menschen und die Wirtschaft. Seit dem Beitritt Polens zur EU hat sich viel verändert. Man hat Anreize für uns geschaffen, eine bessere Qualität zu liefern. Und wir haben Beihilfen erhalten, um den Verbrauchern bessere Produkte anbieten zu können. Der Beitritt zum Binnenmarkt birgt sowohl Chancen als auch Gefahren, weil der Wettbewerb zugenommen hat. Aber wir haben uns vergrößert. Die EU braucht die Weiterentwicklung und Vertiefung der Nachbarschaftspolitik. Ein Abschotten kann Europa sich nicht leisten. Vielmehr muss es über seine Grenzen hinaus für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte eintreten. Eine Europäische Union, die das Konzept einer offenen Gesellschaft verteidigen will, braucht auch Grenzen und Abgrenzung.